Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Food Draft. Wir zocken heute die No La Liga Challenge. Und deswegen, wir starten direkt rein. Und machen mit den FIFA Points hier erstmal. Auf geht's. Kapitän wird gleich ausgewählt. Natürlich keine Liga BBVA. Was nimm mal denn für eine Formation? Ich will eigentlich Flügelspieler, aber nicht zu defensiv. Da ist eigentlich das da schon okay. Oder ich nehme einen Stürmer, einen Mittelstürmer. Was nehmen wir denn? Wir nehmen einfach mal hier das hier. Ja. Und deswegen nehmen wir die 4-4-1-1. Und go. Null Liga BBVA. Da ist Modric in Form. Messi Team of the Year und Ronaldo Hero. Wir können uns jetzt zwischen Hulk und der Legende Iker Casillas entscheiden. Da ist mir eigentlich ein sicherer Keeper lieber als ein Hulk. Einmal mit einem guten Schuss. Und nehme ich lieber Hulk. Ich weiß nicht. Ne, wir nehmen einfach mal Iker Casillas. Einfach ein richtig geiler Keeper. Nicht wirklich groß. Mit 1,85. Aber trotzdem ein richtig bombastischer Keeper. Und deswegen nehmen wir ihn auch. Wir fangen weiter mit den Verteidigungen weiter einfach mal an. Luisao. Oder nehmen wir jemanden anderes. Wir nehmen, glaube ich, wir nehmen einfach mal Basagli. Ja, oder wir nehmen Luisao. Ich weiß jetzt nicht. Aber wir nehmen einfach mal Basagli. Vielleicht kriegen wir noch einen anderen Keeper auf der Ersatzbank dann. Und Basagli ist einfach ein richtig geiler Innenverteidiger. Und deswegen nehmen wir Basagli. Okay. Ja, wenn wir jetzt halt einen anderen genommen, hätten wir ein richtig geiles Innenverteidiger-Duo. Aber wir schauen einfach mal, ob wir noch jemand anderes kriegen. Aber wir nehmen einfach Otamendi oder De Vrij. Wir nehmen De Vrij. Ja. Auch wenn Iker Casillas dann keine Chemie kriegt. Aber wir haben schon mal alles richtig gemacht. So. Florenzi haben wir jetzt halt hier in Verform. Keinen aus der Serie A, aber wir nehmen Bellarabi, Man of the Match. Einfach mal ein bisschen Bundesliga mit einbauen. Das ist doch mal was Schönes. Marquisio. Ah, Biglia. Ich nehme mal Raja Nainggolan. Weil Raja Nainggolan ist einfach ein richtig geiler Spieler. Der ist so krass. Der ist krass. Schau mal, Linksverteidiger. Ansaldi. Ansaldi. Wir nehmen Ansaldi. Eine Legende. Wie viele sagen. Jetzt kriegen wir keinen. Keinen richtig geilen Spieler. Was auch in die Chemie passt. Ja, bis auf jetzt hat Gaetan. Nimm einfach mal Gaetan. Und dann schauen wir mal weiter. Passt eigentlich keiner rein, ne? Wir nehmen einfach den Inform. Wir nehmen einfach den Inform. Und jetzt der Stürmer. Dybala in Form. Wir nehmen einfach Dybala in Form. Wir nehmen Dybala in Form. Und stellen den mal nach hinten. Kommt auf volle Chemie. Und jetzt halt schauen wir mal, ob wir Gianluigi Buffon kriegen oder irgendeinen anderen Serie A-Keeper. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nehmen wir einfach mal Enyama. Oder wir nehmen Buruk. Buruk oder Enyama. Wir nehmen Enyama, komm. Enyama in Form. Deswegen nehmen wir Bender.
Wir nehmen Costa. Wir nehmen Douglas. Costa in Form, Linksverteidiger. Oder Sanchez. Nee, Sanchez passt nicht rein. Pjanic, wir nehmen einfach Costa. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Wir nehmen einfach mal Costa. Oh, da ist eigentlich keiner richtig geil. Ist keiner so richtig geil. Wir nehmen Luc de Jong. Ja, oh, wenn es nicht so ein geiler... Ey, Man of the Match. Memphis Depay. Ey, das gibt's doch nicht. Wir nehmen hier Mario Mandzukic. Und schauen einfach, was wir so machen können. Und daraus. Mkhitaryan. Einfach weil er ein richtig geiler Spieler ist. Boah, ey, wir können uns höchstens zwei Spieler entscheiden. Wir nehmen einfach einen 88er Silva. Ja. Wir hätten vielleicht den Buruk nehmen sollen. Ja, weil dann hätten wir noch ein bisschen mehr aus der Chemie rausholen können. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich das Team umgestellt habe und wir eine richtig okay Chemie rausgekriegt haben. Also, bis gleich. So, da sind wir jetzt auch schon. Unser volles Team. Wir haben eine 97er Chemie, 83er Footdraft, 83er Gesamtbewertung. Ja, jetzt machen wir hier noch den Trainer schnell. Luis van Gaal. Oder Serie A. Da kommen wir auf eine Serie A, da kommen wir 99er Chemie. Sehen wir jetzt auch gleich nochmal. Ah ja, Silva, Marquisio und Basagli. Viele Juve-Spieler. Einfach. Schauen wir mal, wie unser Team sich dann schlägt im ersten Spiel. Es wird sehr spannend. Glaube ich mal. Und deswegen werde ich sagen, schauen wir unser Team nochmal an hier. Schöne, viel auf der 10er Chemie. Bis auf unser Torwart, der Ika. Der kommt nicht auf volle Chemie, aber Ika ist Ika, unsere Legende. Also, auf geht's. Boom, Alter. Krasses Team. Auch Basagli in der Innenverteidigung. Sanchez, Lewandowski, Messi, Iniesta, Totti. Geiles Team, aber das können wir packen. Also, wir packen das. Power, never give up. Los, geht's. Echt, ja. Schön. Und Ranjan Nainggolan! Sollten wir den Fernseher leiser machen? Sollten wir das ja doppelt? Das wäre nicht so geil. Oh, die Ecke kommt gar nicht so schlecht. Ja, hinten aufpassen. Machst du stark, komm, Florenzi. Marquisio. Candreva. Oh, der wäre so schön durch gewesen. Iniesta tretet die Ecke. Puh. Glück gehabt. Aber jetzt hat er Konter. Über Paulo Dybala. Dybala. Paulo Dybala, 1-0. Paulo Dybala. Man darf ihn nicht laufen lassen, der neue Messi. Vielleicht ist es der neue Messi. Könnte ja sein. Dribbelstark, linker Fuß. Messi 2.0. Paulo Dybala. Marquisio. Oi, oi, oi. Dybala holt sich den Ball. Ranjan Nainggolan wäre da beinahe an den Ball gekommen. Hinten Ansaldi, grätscht gut rein. Ansaldi wird gelegt. Ansaldi. Zack. Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, Marquisio. Ich glaube nur. Ich weiß es nicht. Aber jetzt gibt es hier die Ecke über Gaitan. Ah, die war nicht gut. Basagli.
Hinten Ranja Nainggolan kriegt ihn aber nicht. Florenzi auf Paolo Dybala. Er wird vielleicht. Verliert den Ball. Oh, was mache ich denn da? So, beim 2-0 werde ich wechseln. Ne, in der Halbzeit werde ich dann wechseln, wenn es nichts mehr Großartiges passiert. Wenn nichts mehr Großartiges passiert, sage ich. Und jetzt halt mal über Mario. Mario Mandzukic. Mario Mandzukic 2-0. Boom, Alter. Macht den Boom, Alter. Ey. Mario Mandzukic mit dem wohlverdienten 2-0. Aber jetzt kommt erstmal hier Lewandowski. Eieiei, aber unser Ika da hinten ist Ika. Costa hier am Ball. Zack, macht es stark. Costa! Schade. Hätte er klappen können, da eingewechselte Douglas Costa. Ha? Die Flanke ist gut. Auf Mario. Oh mein Gott, Douglas Costa! Und da steht Mario Mandzukic. Was war dem auf Rillebett, ey? Und boom! Jungs und Mädels da draußen, der Gegner gibt auf. Wir haben den 3-0. Wabo, den haben wir aber auch zerstört, Alter. Den haben wir zerstört. Zerstört haben wir den, ey. Einfach mal anal penetriert haben wir den hier. Ja? Aber, das war's auch fürs erste Spiel. Für die erste Runde, wir sehen uns dann morgen oder nächste Woche. Oder wann ihr es halt wollt. Ich glaube, ich werde das nächste Mal am nächste Video am Freitag hochladen. Ja. Ich weiß noch nicht genau. Hängt ab, wie was ihr in die Kommentare schreibt. Wenn ihr am Freitag Footdraft sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Lasst eine positive Wertung da. Und schreibt es mir in die Kommentare natürlich, ne? Wie oft will ich das noch sagen? Ja. Schaut auch auf dem letzten Video vorbei. Da erzähle ich, warum ich den Namen Tuvas habe. Warum Tuvas als Vorname anstatt irgendwas anderem, ja. Und deswegen hätte ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schaut in die Videobeschreibung. Da stehen alle Links zu Social Media und so weiter. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Das ist die Überlegungszeit kurz. Bei mir ist es das Ja. Habe ich mir so angewöhnt. Ich weiß auch nicht warum. Mir dieses Ja mir so angewöhnt hat. Aber es ist einfach so. Dafür kann ich nichts. Und ja, weil ich einfach so ein fauler Mensch eigentlich bin. Ich bin normalerweise so ein Mensch, der was den ganzen Tag zu Hause sitzt, nichts tut, einfach eigentlich am liebsten im Bett liegt und schläft. Ja, das haben sie ja, haben die.